Panzerjäger der Nationalen Volksarmee bei der Gefechtsausbildung. Diese Kanoniere sind bereits erfahrene Soldaten. Sie verstehen ihr Handwerk. Dienst und Leben unter militärischen Bedingungen sind Gewohnheit geworden. Das Soldatsein ist für sie Alltag. Zweimal im Jahr gibt es diese Situation. Junge Männer passieren als Wehrpflichtige die Tore der Kasernen, um ihren Dienst bei den bewaffneten Kräften zu beginnen. Für 18 Monate erhalten sie als Soldaten eine ungewohnte Aufgabe: den militärischen Schutz der Heimat. Das ist Ihr Zimmer, Ihr Unterkunft. Für die zweite Bedienung, die ich gerade vorhin vorgelesen habe. Für den Genossen Kitzinger, das ist unser Bett, da hinten, Ihres, die Scheingemäßig, K1, K2, K3, K4. So, hier unten. Das Soldatsein bedeutet für jeden einen Einschnitt im persönlichen Leben. Das tägliche Zuhause ist nun die Kaserne. Den Tagesablauf bestimmen der Dienstplan und die militärischen Anforderungen. Hintere Stiefel. Kameradschaft, Disziplin und Ordnung, auch Unterordnung unter Befehle, gehören zu den Verhaltensnormen als Soldat und sind für das kollektive Zusammenleben unabdingbar. Darauf muss man sich schnell einstellen. Meist beginnt der Tag mit Frühsport. Eins und zwei und eins und zwei und Und für die persönliche und innere Ordnung ist jeder selbst zuständig. Tempo 2. Tempo 3. Bevor Sie als Kanonier eine Geschützbedienung bilden, müssen Sie das militärische ABC erlernen. Dabei fließt mancher Tropfen Schweiß und nicht alles gelingt auf Anhieb. Wer aber als Soldat bestehen will, muss die Grundbegriffe beherrschen. Entscheidend sind Wille und Bereitschaft des Einzelnen, die Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. Auch wenn es schwerfällt. Jetzt ein bisschen weiter rumlaufen. Oh, das ist ein besserer Streifschuss. Siehst du? Auf der rechten Hand, knickt ein, in den Drahtriemen, aus, greift eine Waffe, hängt drüber und rückt sofort wieder raus. Zeit für 30 Sekunden. Wenn die sagt, dann hat man sich gerade Ede gewöhnt, geht's voraus und Mann vor und drin und im Laufschritt. Also, ist hier Ordnung und Sauberkeit, also mir persönlich macht es nicht aus. Nichts viel aus, weil ich das Sauer auch oft machen muss. Die Sturmbahn hat mir einen kleinen Schrecken eingejagt. Da waren einige ziemlich hohe Sachen dabei, wo man als kleiner Mann davor steht. Und die Offiziere, die Unteroffiziere sind hilfsbereit, freundlich, nicht wie ich es mir vorgestellt hatte, am Anfang so streng und kalt. Reiz, so, reiz! Erste Bekanntschaft mit der Panzerabwehrkanone. Erwartung und Neugier. Unsicherheit auch. Ob wir es schaffen? Die ersten Ausbildungsstunden mit dem Geschützführer belegen, aller Anfang ist schwer. Halten Sie mir mal. Ich schwöre,
der Deutschen Demokratischen Republik. Meinem Vaterland. Meinem Vaterland. Allzeit treu zu dienen. Allzeit treu zu dienen. Und Sie auf Befehl. Und Sie auf Befehl. Der Arbeiter- und Bauernregierung. Gegen jeden Feind zu schützen. Sie werden Soldaten. Von Tag zu Tag gelingt das besser. Sie begreifen mehr und mehr die Konsequenz ihres Eids. Soldatenpflicht ist Friedensdienst. Vorwärts, vorwärts, Knossi. So, gleich. So, gleich. So, einsetzen wieder. So, gleich. So, gleich. Bei minus 15 Grad ist Feuerdienst wahrlich kein Vergnügen. Was hilft es? Ob Sommer oder Winter, die ständige Einsatzbereitschaft ist eine unerbittliche Forderung an den Soldaten. Deshalb immer wieder Training. Der Geschützführer ist ihr wichtigster Partner. Helfend und anspornend. Nicht immer zufrieden. Diese Augenblicke gehören zu den schönsten im Leben des Soldaten. Post von zu Hause. Sie haben an mich gedacht. Oh, da kannst du mal eine Eisdiele drauf, wenn du noch auf Urlaub kommst. Du musst wissen, warum. Parktag. Beliebt oder nicht? Jede Tätigkeit hat ihre Notwendigkeit, ihren Sinn. Mag sie auch noch so nebensächlich erscheinen. Leere Magazin verpacken. Auch als Artilleristen müssen sie ihre persönliche Waffe sicher handhaben. Beim MP-Schießen erweist sich, ob die theoretische und praktische Ausbildung gut war. Postenreiter, Postenübergabe. Postenübergabe. Wachdienst. Auch das ist Soldatenalltag. Mit solchen Überraschungen muss man als Soldat rechnen. Alarm. Bei dieser Prüfung der Einsatzbereitschaft geht es um Minuten und Sekunden.
Doch diesmal bleibt es nicht bei der Alarmierung. Hier beginnt ein Examen besonderer Art, eine Bewährung für jeden Einzelnen und für Sie als Kollektiv. Ja, Angst war, aber meine, wenn die Helmuschen gebuddelt sind, dann kann alles positiv gehen. Meine. Ich bin gespannt. Ja, ich muss eine Rakete. Ich bin nochmal gespannt, ob das Ding die Kanone wirklich so schießt, wie es gesagt hat. Mit dem sollen wir ihn auch treffen können. Aus der 10 Kurve! Aus der 10! Die Geräusche alleine, ja. Sind doch irgendwie ein bisschen beeindruckend. Ja, und wenn ich auch hier geschworen habe, weil die Dinger so kurz sind, nicht so lang, weil ich ein bisschen tatterisch gehabt, was sonst bin ich eigentlich ohne große Probleme drauf weggekommen. Ja. Also hatte ich irgendwie jetzt Hufengang kriege oder so, Herzklappen. Ganz normal, ich habe mich vorher im Jahr gebrochen darüber. Ja, also die Panzer gesehen habe, dass dann jetzt ein Rohr auch auf mich zeigt, nicht bloß eine Pappscheibe, da habe ich mir schon gedacht, doch, jetzt mit der ersten Granate treffen, das wäre schon ein bisschen besser, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Man muss beim ersten Schuss treffen, denn, wenn ein richtiger Panzer kommt. Also beim zweiten, alles zu düster. Die militärische Ausbildung bringt immer wieder neue Bedingungen und Belastungen für das Soldatsein. Und da und Schramschin? Schramschin, da über sie. Weiter raus! Das Leben unter feldmäßigen Bedingungen gehört dazu. Eine Handvoll Wasser kann sehr kostbar sein. Aber keine Radkiste. Los! Ah, kann ich da noch helfen? Ja, Entwarnung! Mit Masken absetzen, etwas auftropfen lassen, Kopfbedeckung gleich wieder auf. Was? 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 Und, Natschok, Natschok.
Begegnung mit sowjetischen Waffenbrüdern, mit Freunden, die die gleiche Waffentechnik beherrschen. Wer früher Russisch-Vokabeln gut gelernt hat, ist hier im Vorteil. Ja, die zwei, ja. Schau mal, nehmen. Hält jetzt. Hält auch die Geschützbedienung ist einbezogen in den Häuserkampf. Imitationsmittel, Übungsmunition und Ausbildungsobjekt simulieren eine gefechtsnahe Situation. Vor allem kommt es auf das Zusammenwirken mit den anderen Waffengattungen an. Los, los! Soldatenzeit mit ihren vielgestaltigen Anforderungen ist ein wichtiger Abschnitt im Leben junger Menschen. Auf sehr direkte Art trägt der Einzelne zum Schutz der sozialistischen Errungenschaften bei und gewinnt ebenso manch persönlichen Zuwachs. Die Bewertung trifft jeder für sich. Ansonsten haben wir oft ganz schön geschimmert, muss ich sagen, weil der Projektzeiten war weniger Jute. Ansonsten habe ich da doch ein bisschen was gegeben. Man muss immer drauf passen, mitgemacht haben. So vom Erzählen her kann man da kein was sagen. Wie ich schon gesagt habe, 18 Monate, da muss man mal durch. Also muss jeder mitmachen irgendwie. Ja. Hier! Männer, bevor ihr